Herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge auf meinem bzw. jetzt unserem Channel. Ihr habt euch sicherlich schon gefragt, warum so lange nichts kommt. Hatte den Hintergrund, wie ihr hier im Hintergrund, was für ein Wortspiel, erkennen könnt, haben wir eine neue Werkstatt hier an der Hansestraße 15 in Münster-Hiltrup. Ich laufe einmal kurz rum, damit ihr seht, worum es hier geht. Also wir haben die American Dream Cycles GmbH gegründet. Zum 15.04. diesen Jahres. Hier befinde ich mich jetzt quasi auf der Verkaufsfläche. Ja, also wir haben auch einige Bikes für euch da, die ihr bei uns erwerben könnt. Dazu werden wir natürlich auch auf diesem Channel bzw. diesen Channel nutzen und dementsprechend ein paar Reels machen über die einzelnen Bikes, die wir jetzt gerade halt da haben, damit ihr einfach seht, was derzeit verfügbar ist. Oder ihr kommt einfach vorbei. Wir sind von 11 bis 18 Uhr jeden Tag eigentlich hier. Guckt euch ein bisschen um, trinkt einen Kaffee, wir können ein bisschen schnacken. Ja, das mal so zu dem Laden. Ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, weil der Rock der Bike hat schon ein tolles Shop-Porträt über diesen Laden hier quasi gemacht, dass wir da eigentlich nicht näher drauf eingehen müssen. Ich verlinke euch hier unten auch nochmal den Link zu dem Video. Heute geht es um ein neues Projekt, was wir derzeit bauen. Ihr habt es gerade am Anfang schon gesehen, ich gehe nochmal hin. Und zwar geht es hier um eine Pennschoffel, das heißt um ein Zwitter. Wir haben hier einen Stahlrahmen, ich setze mich mal, alte Männer müssen sitzen. Wir haben hier einen Stahlrahmen, den wir vor kurzem erworben haben, als, ja, nicht Rolling Chassis, also das Modell lief auch, also ist auch gefahren, ich bin damit schon gefahren. Haben jetzt schon angefangen, das zu strippen, also auseinanderzubauen. Wir machen das genau wie bei der alten Schoffel, die ich gebaut habe. Auch hier nochmal einen Link unten in die Videos, wer sie noch nicht gesehen hat, wie wir das Bike aufgebaut haben für die Custom Bike letztes Jahr. Mit dem Bike machen wir was Ähnliches. Wir haben derzeit zwei Stück davon da. Eine OEM, also wirklich eine Penhead, allerdings mit einem anderen Motor, mit einem Late Shuffle Motor. Das Bike ist schon komplett demontiert, ist jetzt derzeit zum Beschichten. Da gehen wir auch noch ein. Die baut unser Carlos derzeit auf. Da zeigen wir euch natürlich auch noch was. Wie gesagt, jetzt gibt es gerade nichts zu sehen, da das Bike schon komplett zerlegt ist. Motor wird revidiert. Wir fangen bottom-up an, das Teil halt neu aufzubauen. Und dasselbe, quasi same mit diesem Bike hier. Was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben es halt komplett demontiert. Einige Schweißstellen an dem Stahlrahmen. Hier ist kein OEM-Rahmen mehr vorhanden. Das heißt, der Rahmen wurde irgendwann mal ausgetauscht gegen einen Zubehörrahmen. Hersteller kann ich euch nicht sagen. Schwierig. Wie gesagt, das Baujahr von dem Bike ist 54, glaube ich. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Da ist dann irgendwann ein Tauschrahmen, wie gesagt, gekommen. Wie man eben halt sieht, die Gussteile fehlen halt, die markant bei dem Originalrahmen, bei dem Penhead-Rahmen eben halt normalerweise vorhanden sind. Daran erkennt man halt, dass das ein Austauschrahmen ist. Wir haben den Rahmen jetzt erstmal soweit nackig gemacht. Motorgetriebe hängt halt noch drin, dass wir erstmal mit den Blecharbeiten anfangen können, bevor wir den Rahmen eben halt zum Beschichten weggeben. Vorher war so eine geregte Gabelbrücke drin, die man verstellen konnte, so typisch Shopper-like, wie man das halt kennt, mit dem Mega-Rake. Das haben wir halt wieder ausgebaut, haben eine Sportster-Gabel vorne eben halt verbaut, weil die ziemlich schmal ist und Ziel ist es halt bei dem Bike, so eine schlanke Linie eben halt zu erreichen. Man kennt das unter diesen sogenannten Skinny-Shoppern, wie man das so in Amerika kennt. Das heißt, dass die Silhouette von hinten wirklich sehr steil ist, der Rahmengeometrie angepasst, dass es steil nach oben geht und das ganze Bike halt sehr, sehr schmal gebaut ist. Das wollen wir hier dementsprechend auch erreichen. Wir haben jetzt schon angefangen, einen Tank dafür zu bauen, beziehungsweise aus dem Zubehör einen Tank besorgt, den ein bisschen schmaler oben noch gemacht, deswegen ist er jetzt auch gerade hier roh. Wir haben noch eine außenliegende Tankanzeige verbaut, das zeige ich euch gleich in ein paar Beauty-Shots, wie das Ganze bis jetzt aussieht. Ja, und jetzt geht es halt an die ekligste Arbeit, nämlich erstmal den Rahmen durchreparieren. Man hat hier einige Positionen, wo Löcher gebohrt worden sind, wo irgendwas festgemacht war, keine Ahnung. Wir müssen die alten Fenderaufnahmen für hinten dementsprechend entfernen, das alles sauber verschleifen, verschweißen, dass wir da wieder eine stabile Struktur eben halt in den Rahmen bekommen. Dann geht es halt jetzt als nächstes daran, auf den Fender zu fertigen. Das heißt, wir werden auch einen ganz flachen Fender fertigen für diese Rahmenaufnahme, die da jetzt schon vorhanden ist. Dann geht es weiter mit Sissi Bar und so weiter und so fort.
Wie gesagt, viel kann man jetzt heute leider noch nicht zeigen. Wie gesagt, wir sind gerade am Anfang dieses Projektes, aber trotzdem nehmen wir euch da mit, dass ihr quasi jeden Arbeitsschritt einfach mal seht, was da eben halt so passiert. Was gibt es noch zu der Basis zu sagen? Also wie gesagt, ist irgendwann mal eine Penhead gewesen, ja. Dann kam irgendwann mal der Austauschrahmen und dann hat irgendjemand angefangen, mal das Getriebe zu wechseln. Dann ist dann STD-Getriebe reingekommen. Der Motor wurde getauscht. Ist, soweit das zu beurteilen ist, eine Pennet-Basis, also ein S&S-Nachbau von dem Pennet-Motor, ist halt ganz markant an der Gehäuseform und so weiter zu erkennen. Ne? Außenliegende Lichtmaschine hier. Wie man das eben halt von den Early Shuffles oder halt Penheads kennt. Ne, gab ja dann irgendwann mal den Wechsel auf die Late Shuffles, die das dann quasi wie die anderen Big Twins gehabt haben, dass die Lichtmaschine im Primärkasten auf der Kurbelwellenseite eben halt angebracht waren oder verbaut waren. Und früher war das oder bei den Late-Modellen, ach, bei den Late, was laber ich für eine Scheiße, bei den Early-Modellen. War das eben halt noch auch wie bei den Ironheads und so weiter und so fort, dass die Lichtmaschine hier vorne halt drauf lag und dann quasi über ein Ritzelsystem innenliegend in dem Nockenwellenkasten mit angetrieben wurde. Das ist bis jetzt so die Basis. Der Motor läuft wunderbar. Wir werden den trotzdem natürlich ausbauen, Getriebe auch, weil der Rahmen ja wie gesagt beschichtet werden muss. Werden das einmal neu abdichten. Das heißt, es gibt ein neues Dichtungskit für den gesamten Motor. Da werden wir natürlich auch eine Durchsicht machen, gerade Kurbelwelle, einmal eben gucken, wie viel Spiel ist da, wie sieht das alles aus. Lässt sich schwer von außen beurteilen, dafür musst du das Ding halt aufmachen. Wie gesagt, als die ankam, lief super. Einmal kicken, ist sie direkt da gewesen. Kompression war auch klasse, aber nichtsdestotrotz, wenn man das einmal in der Hand hat, diese Baugruppen, empfiehlt es sich halt auch, das Ganze auseinanderzubauen. Specials, die für dieses Bike geplant sind, gibt es so direkt nicht. Also es wird jetzt nichts Außergewöhnliches irgendwie verbaut. Wir versuchen das so basic wie möglich zu halten. Natürlich eine aufwendige Lackierung, Farbkonzept steht auch schon. Ich will da jetzt nicht zu weit vorgreifen. Ihr sollt ja auch immer diesen kleinen Überraschungseffekt haben, wenn dann eine neue Folge bezüglich dieses Bikes eben halt kommt. Wird auf jeden Fall sehr, sehr schmal. Wir nehmen euch auch bei dieser Entscheidungsgewalt für etwaige Entscheidungen, gerade jetzt was so Radreifenkombination angeht, nehmen wir euch mit, zeigen mal so zwei Vergleiche, die da möglich sind, was wir da verbauen können. Einfach, dass ihr das seht, was da letzten Endes möglich ist und ja, was ihr als YouTube-User auch cooler findet. Ne? Ist mal was anderes. Derzeit ist es ja so, dass sehr, sehr viel in Richtung diese Performance-Geschichte geht. Man hört ja gefühlt in den Medien, gerade Social Media, Instagram und so weiter und so fort, hört man ja nichts anderes mehr. Es geht nur noch um Clubstyle hier, Clubstyle da. Mag ich persönlich auch. Ich habe ja einen Performance-Bagger gebaut. Dazu auch einige Videos hier auf dem Channel, wenn ihr sie nicht schon gesehen habt. Und ich finde, es ist jetzt mal an der Zeit, dass wir auch mal wieder andere Themen quasi abarbeiten, wie zum Beispiel, ja, diese klassischen Shopper, ne, das ist ja alles völlig in Vergessenheit geraten, weil dieser Hype momentan einfach so extrem groß ist. Und ich finde, es gibt viele Facetten in der Harley-Szene, die nennenswert sind und man sollte sich auch einfach mal wieder, ja, mal so ein bisschen auf diese Sachen beziehen, einfach, dass man das Gesamte einfach, ja, wie soll ich sagen, es gibt viele Sachen, die auch interessant sind. Das ist nicht nur Performance-Bagger, Clubstyle, Diner, bla bla bla. Man darf die anderen guten alten Motorräder natürlich auch nicht vergessen. Jetzt nicht nur speziell diese Shofflet-Geschichten oder Starrahmen, das ist natürlich nicht für jedermann. Das ist halt schon wirklich, ja, selten. Ich beziehe mich da auch auf die klassischen Evos, Twincams, ne, diese klassischen Bagger, wie man halt so sagt, oder Softail-Modelle, die Bobber-Geschichten und so weiter und so fort. Wie gesagt, da redet ja momentan keiner mehr drüber. Ne? Das ist einfach komplett irgendwie raus aus diesem Ganzen, aus dieser ganzen Harley-Szene. Ja, und wie gesagt, wir wollen euch das auch wieder mal ein bisschen näher bringen, dass man auch andere coole Motorräder bauen kann. Also, wie gesagt, kurz und knappe Folge heute. Wenn ihr Bock habt auf Content bezüglich dieser Bikes oder speziell jetzt diesen Typens,
Typens, diesen Typens, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Schreibt es gerne in die Kommentare. Auch wenn ihr eine Idee habt oder gerne mal was anderes sehen würdet, worauf wir eingehen sollen, gerne in die Kommentare hauen. Wer noch kein Abo dagelassen hat, Abo dalassen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt die Werkstatt, euch gefällt das neue Projekt, was jetzt losgeht. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, haut rein, fahrt vorsichtig. Bis dann.